Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie alle wissen, dass Alexei Nawalny am 22. August mit Vergiftungserscheinungen aus Russland kommend zur ärztlichen Behandlung nach Berlin geflogen wurde. Auf Veranlassung und auf Bitten der Charité Universitätsmedizin Berlin hat ein Speziallabor der Bundeswehr eine toxikologische Untersuchung anhand von Proben von Herrn Nawalny durchgeführt. Hierbei, und das ist das Ergebnis, wurde der zweifelsfreie Nachweis eines chemischen Nervenkampfstoffes der Novichok-Gruppe erbracht. Das Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums. Es dient als deutsches Kompetenzzentrum für den medizinischen Schutz vor chemischen Waffen und ist designiertes Labor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OVCW. Und die Arbeit dieses Labors und das Ziel der Arbeit dieses Instituts ist der medizinische Schutz der Menschen in Deutschland, Zivilisten und Soldatinnen und Soldaten vor gefährlichen Chemiewaffen. Wir sind uns in der Bundesregierung einig gewesen, auch nach unserem Treffen heute, dass es ein bestürzender Vorgang ist, dass Alexei Nawalny in Russland Opfer eines Angriffes mit einem chemischen Nervenkampfstoff geworden ist. Unsere Gedanken sind vor allen Dingen bei ihm und seiner Familie. Und wir und ich wünsche ihm baldige und vollständige Genesung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund dieser neuen Erkenntnisse hat die Bundesregierung heute Nachmittag den russischen Botschafter erneut zu einem dringenden Gespräch ins Auswärtige Amt eingeladen. Ihm wurden dabei nochmals unmissverständlich die Aufforderungen der Bundesregierung übermittelt, die Hintergründe dieser nun nachweislichen Vergiftung von Alexei Nawalny vollumfänglich und in voller Transparenz aufzuklären. Wir wissen jetzt, dass es einen Angriff mit einem chemischen Nervenkampfstoff gegeben hat. Umso dringlicher ist es nun, dass auch in Russland die Verantwortlichen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden. Wir verurteilen diesen Angriff auf das Allerschärfste. Wir werden nun auch unverzüglich unsere Partner in der Europäischen Union und der NATO auf den davor vorgesehenen Kanälen informieren und über die neuen Erkenntnisse ins Bild setzen. Wir werden mit Ihnen in den nächsten Tagen darüber beraten, wie wir in Europa darauf angemessen reagieren können. Darüber werden wir auch im Lichte dessen entscheiden, wie Russland sich nun verhält. Wir werden auch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, die OVCW in Den Haag, über die toxikologischen Untersuchungsergebnisse informieren. Denn das Chemiewaffenübereinkommen verbietet jeden Einsatz chemischer Waffen. Und auch die Fraktionen des Deutschen Bundestages haben wir unverzüglich informiert. Russland sollte selbst ein ernsthaftes Interesse haben an guten Beziehungen zu seinen Nachbarn in Europa. Spätestens nun ist der Zeitpunkt, einen entscheidenden Beitrag dazu zu leisten. Wir hoffen weiterhin auf eine vollständige und baldige Genesung von Alexei Nawalny. Vielen Dank.